Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der MGT News. Ganz schön ungewohnt hier wieder zu sitzen, aber heute sind unsere Themen: Naby Keita, der teuerste Abgang der Bundesliga-Geschichte, hat Man United seinen Ersatz für Rajan Nainggolan gefunden und gibt es bald in England wieder Stehplätze? Zunächst einmal, wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung aus, unter anderem zu meinem Partner für diese wunderbare Serie. Und zwar ist das OneFootball. Da kriegt ihr die neuesten News und die Live-Scores direkt auf euer Handy. Die App ist kostenlos im App-Store downloadbar. Also checkt die auf jeden Fall mal aus. IG Vault für eure Coins, Viewer Points, PS, dann mag ich es auch gut haben. 6% Rabatt auf die ganze Chose. Und natürlich dazu noch mein Merchandise hier. Ich habe es heute selber an Hashtag herrlich selbstverständlich mit am Start. Und meine Instagram, Twitter, Facebook, Social Media Links könnt ihr auch gerne mal auschecken. Starten wir rein in die News, und zwar starten wir heute mit der Bundesliga, denn da wurde ein Ranking veröffentlicht, und zwar die drei schnellsten Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison, und da sind teilweise Spieler dabei, die man gar nicht da vermuten würde, unter anderem solche Spieler wie Niklas Süle, aber wir sprechen ganz kurz über die Top 3. Auf Platz 2 ist tatsächlich Kevin Vogt, das liegt daran, dass Platz 2 jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielt, das ist Marcel Heller, der ist mittlerweile abgestiegen mit Darmstadt 98, deswegen nehmen wir den nicht mit ins Rating rein, aber Kevin Vogt durchaus, der hat nämlich ein ganz ordentliches, passables Tempo an den Tag gelegt. 35,9 km/h. Das ist ordentlich für einen Innenverteidiger. Platz 2 ist dann Nico Schulz mit 35,11 km/h. Auch mal gar nicht so schlecht. Da war er lange, lange verletzt nach seinem Wechsel von Hertha zu Borussia Mönchengladbach. Aber in Schnelligkeit hat er offenbar nichts eingebüßt. Und wie ihr bereits die ganze Zeit seht, Platz 1 ist Karim Bellarabi, Entschuldigung, und zwar mit 35,27 km/h. Sehr, sehr fix unterwegs. Eventuell hätte andere von euch da jemand anders erwartet, beispielsweise ein Dembele oder ein Timo Werner. Aber schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wer hättet ihr gedacht, wäre der schnellste Spieler der Bundesliga und wer denkt ihr, wird es in der nächsten Saison werden? Von einem Ranking in der ersten Liga gehen wir zu einem Ranking in der zweiten Liga, und zwar zu den Marktwerten. Da wurden neue veröffentlicht, beziehungsweise die wurden angepasst, und es gibt neue wertvollste Spieler in der zweiten Liga, was ganz einfach daran liegt, dass ich jetzt die Spieler von Stuttgart und Hannover nicht mit dazu zähle. Ja, also Martin Harnik oder ein Salif Sané, der weiterhin der teuerste Spieler mit 5 Millionen der zweiten Liga ist, werde ich nicht mit einbeziehen. Allerdings durchaus die Spieler, auch nicht die, die von Darmstadt jetzt untergekommen sind oder Ingolstadt, aber durchaus die, die beispielsweise jetzt eine Anpassung erhalten haben. Und da ist unter anderem der wertvollste Spieler Sebastian Polter von Union Berlin. Weiterhin gibt es dann noch Everton von FC Kaiserslautern, ebenfalls mit 2 Millionen Marktwert und unter anderem mit 1,75 ein Cenk Sahin, der ein unglaublich großes Upgrade erhalten hat. Pollersbeck wäre auch einer der wertvollsten Spieler, allerdings ist der zum HSV gewechselt. Wenn ihr das ganze Ranking bzw. die ganze Liste mal sehen wollt, ich packe euch die mal in die Videobeschreibung, genauso wie die schnellsten Spieler der Bundesliga. Allgemein sind die Marktwerte in der zweiten Liga aber recht niedrig angesiedelt, wenn ich mal bedenke, dass der wertvollste Spieler 5 Millionen hat und der ist aufgestiegen. Danach kommt 2 Millionen, glaube ich, mit Polter, und der ist halt in der zweiten Liga, das ist recht wenig. Aber wenn man aufsteigt in die erste Liga, kann sich der Marktwert recht schnell anpassen, und da haben wir ein sehr schönes Beispiel für uns, war Naby Keita, und Keita wird jetzt in den Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht, die ja zuletzt ganz viele Spieler verkaufen wollten, um halt eben großes Transfervolumen ja, ermöglichen zu können. Und es steht momentan eine Ablöse im Raum von 80 Millionen Euro. Wenn man sich zurückerinnert, Kevin De Bruyne war bisher der teuerste mit 74,5 Millionen und jetzt Naby Keita für 80 Millionen. RB Leipzig verlangt so viel, das ist natürlich vollkommen legitim, die wollen ihren Spieler an sich nicht abgeben, und Liverpool hat zuletzt 57,5 Millionen Euro geboten. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass das tatsächlich passieren sollte. Damit wäre Naby Keita der teuerste Abgang der Bundesliga-Geschichte, und das nach nur einem Jahr, dass er in der Bundesliga gespielt hat. De Bruyne war ja länger in der Bundesliga bei Bremen und bei Wolfsburg, Keita eben nur bei Leipzig, und würde jetzt wechseln in die Premier League, was natürlich ein großer anziehender, ja, quasi Markt ist, beziehungsweise auch ein anziehender Verein. Liverpool ist ja sehr, sehr beliebt bei vielen Fußballern auf der Welt, gerade mit der Anfield Road und auch Jürgen Klopp, der ja als sehr beliebter Trainer gilt. Allerdings trotzdem ist es die große Frage, würde sich ein Wechsel für ihn lohnen, würde er zum Flop werden? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Ein weiterer Spieler, der von Leipzig ja bereits mit dem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, ist Emil Forsberg, und der sollte zu Mailand gehen. Allerdings ist das Ganze jetzt wohl ein bisschen vom Tisch, denn Mailand hat sich nach einem anderen Spieler erkundigt, und zwar nach Hakan Çalhanoğlu von Bayer 04 Leverkusen. Der durfte in der Rückrunde nicht spielen, wurde ja gesperrt vom Sportgericht für seinen Wechsel damals von, ich glaube, Karlsruhe irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat, genau. Auf jeden Fall war er gesperrt die komplette Rückrunde. Leverkusen hat es nicht sonderlich
wirklich gut getan, dass er gesperrt war. Und Calhanoglu natürlich auch nicht. Allerdings ist sein Marktwert trotzdem bei 23 Millionen und Mailand möchte den jetzt haben. Und das kann man durchaus nachvollziehen, weil Calhanoglu ein sehr talentierter Spieler ist, der definitiv als Spielmacher in der Serie A glänzen könnte und Mailand dementsprechend auf der Problemposition weiterhelfen könnte, weil einen Spielmacher brauchen die. Momentan bieten sie übrigens 20 Millionen Marktwert, Entschuldigung. Momentan bieten sie ungefähr so, 20 bis 30 Millionen. Allerdings steht da noch eine Einigung der beiden Vereine aus. Also man weiß noch nicht genau, für wie viel Calhanoglu wechseln wird. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass er es tun wird, zumal er Leverkusen gar nichts mehr zu bieten hat. Die spielen ja nicht mehr im International. Nur Heiko, herrlich, haben sie neu dazu gewonnen. Ich denke, dass ein Wechsel Calhanoglu auf jeden Fall gut tun würde in seiner Karriere, zumal er zu einem ganz großen Verein wechseln würde mit einer Menge Tradition, auch wenn ich gegen Leverkusen nichts habe, außer die Ultras am Ballermann, die waren ein bisschen nervig, als ich da war. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich denke auch, dass ihn die 4 Monate Sperre nicht so schlecht getan haben. Ich denke mal, er wird einiges getan haben in der Zeit, um sich zu verbessern. Und ich bin gespannt, wie stark er zurückkommt. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Soll Calhanoglu bleiben oder könnt ihr den Wechsel nachvollziehen, wenn er passiert? Wo wir gerade bei Leverkusen sind, die müssen sowieso einige Spieler abgeben. Auch Chicharito möchte ja wahrscheinlich gehen. Jetzt sieht es allerdings so aus, dass auch Kevin Campbell wohl sicher gehen wird. Er hat gesagt, er wird nicht bei Leverkusen bleiben. Allerdings wird er wohl zu seinem Ziehvater wechseln, beziehungsweise hinterher wandern. Und zwar wieder zu Roger Schmidt. Der ist mittlerweile Trainer in China. Und China ist natürlich sehr weit weg, das sagt auch Kevin Campbell. Und eine ganz, ganz andere Liga vom Niveau her. Aber trotzdem, ja, das Geld spielt natürlich eine große Rolle. Und dementsprechend könnte man sich schon vorstellen, dass er dahin wechselt. Er hat einen Markt von 15 Millionen Euro. Dementsprechend ist er nicht so absolut teuer für die Vereine, er wäre erschwinglich und gerade wenn Roger Schmidt den haben will, könnte man auf jeden Fall sich vorstellen, dass er dahin wechselt. Ich bin gespannt, schreibt eure Meinung auch dazu gerne mal in die Kommentare und wie findet ihr es, dass er immer Schmidt hinterher wechselt? Ich finde das irgendwie lustig. Also er hat auch bei allen Vereinen überzeugt, wo er war, auch bei Leverkusen, aber sollte der nicht lieber mal zu einem anderen Verein gehen, irgendwie nach England oder sowas, wo er halt konstant gut ist und nicht einfach hinterher wechseln und jetzt nach China und seine Karriere mit 26 an Nagel hängen sozusagen? Schreibt eure Meinung mal rein. Vom Mittelfeldspieler zum Mittelfeldspieler und zwar zu Manchester United, denn die haben sich jetzt wohl die Dienste von Nemanja Matic vom Meister FC Chelsea gesichert. Der Serbe wird wohl ins Old Trafford wechseln, nachdem zuletzt eigentlich Eric Dier und Rajan Nainggolan im Gespräch waren. Er ist jetzt wohl die dritte Wahl und die Alternative, die aber tatsächlich realisierbar wäre, sind wohl relativ fortgeschrittene Verhandlungen und das wäre ein interessanter Transfer auf jeden Fall. 45 Millionen Euro. Chelsea hat den ja damals von Benfica Lissabon geholt und der hat auch eigentlich ganz gut gespielt. Ist eher so der unauffällige Spieler, ja, nicht so der, der immer im Rampen Licht steht, nicht so der, der immer hundertprozentig die besten Performances abliefert oder irgendwie zum besten Spieler gewählt wird, wie N'Golo Kanté, aber der trotzdem auf jeden Fall seinen Job macht, dazu einen guten Schuss macht und immer für ein schönes Tor gut ist, was wir auch dieses Jahr wieder gesehen haben, war ja auch sogar mal für das Tor, also für den Puskás Award, das Tor des Jahres der FIFA nominiert, mit dem Tor, das er bei Lissabon geschossen hat. Dementsprechend denke ich, ein guter Transfer, gerade fürs zentral-defensive Mittelfeld von Manchester United, wo die auf jeden Fall Bedarf haben, weil Pogba ist halt kein Sechser und Fellaini muss man nichts zu sagen. Eure Meinung in die Kommentare, so wie bei jedem Thema. Wo wir gerade in England sind, bleiben wir noch ganz kurz da. Und zwar führt Shrewsbury demnächst wohl wieder Stehplätze ein. Nach der Hillsborough-Katastrophe gibt es ja gar keine Stehplätze mehr in England, abgesehen von der Sunday League. Und jetzt mittlerweile ist es aber so, dass viele Vereine Safe Standing organisieren möchten, also sichere Stehplätze. Und Shrewsbury ist der erste Verein, der das bis zum Saisonende 2017-2018 durchsetzen möchte. 555 Plätze insgesamt, ist ein Drittligist, aber wenn der das schon macht, werden sich viele andere Vereine das auch nicht nehmen lassen wollen. Die Attraktivität dadurch für den Fußball, für den englischen Fußball allgemein, wird durchaus gesteigert in meinen Augen. Die Preise werden wahrscheinlich ein bisschen sinken und dementsprechend ist es nicht unwahrscheinlich, dass das tatsächlich sich wieder etabliert. Ich fände es sehr schön und ich denke auch, dass das passieren wird. Und wenn Shrewsbury den Anfang macht, haben sie auf jeden Fall als Vorreiter so eine kleine Legendenposition inne. Ich würde mich freuen, eure Meinung dazu auch mal wieder in die Kommentare. Kommen wir auch mal zurück, ja, von den Stehplätzen zu einem Stadion, das in letzter Zeit gar nicht mal so viele Zuschauer hatte. 75.000 passen ins Stadion von Rom rein ins Stadio Olimpico. Mittlerweile 32.000er Schnitt. Das ist weniger als 50%. Relativ bitter. Allerdings wahrscheinlich nicht der größte Grund, warum die Roma Spieler verkaufen muss. Zuletzt ja Salah an Liverpool abgegeben für knapp 40 Millionen Euro. Naja, zumindest wenn Liverpool gute Leistungen bringt, also bleibt die Summe wohl doch niedriger. Habe ich vorhin gelesen bei Facebook, fand ich ganz lustig, deswegen habe ich den Gag mit eingebaut. Nein, aber es gibt noch andere Spieler, die wohl wechseln werden und zwar Kostas Manolas und Leonardo Paredes. Die sind auf dem Absprung der Argentinier und der Grieche. Paredes ja zuletzt unter anderem das Gerücht gewesen, dass er sich mit Edin Dzeko so gar nicht versteht. Bosnien, Griechenland ist so eine Geschichte und dementsprechend er jetzt vor einem Wechsel, genauso eben wie Paredes und zwar zu Zenit St. Petersburg. Ist jetzt nicht der größte Verein der Welt, ist aber auch kein schlechter Verein, der immer wieder in der Champions League spielt und zwar im Gesamtpaket
geht für eine Gesamtablöse 60 Millionen Euro. Also Paredes ist 22, Manolas, einer der besten Innenverteidiger, ist 26 Jahre alt. Marktwert von 30 Millionen bei Manolas, dementsprechend da so 40 Millionen. Und bei Paredes wären es 13 Millionen Marktwert, also so 20 Millionen. Wäre realistisch einzuschätzen. Ich denke auch, dass das für beide nicht der schlimmste Karriereschritt wäre. Auch bei Helga hat man gesehen, in seiner Karriere hat es keinen Abschwung getan, dass er nach Russland gewechselt ist. Zenit St. Petersburg spielt immer international. Die würden ihren Kader damit deutlich verstärken. Und die Roma würde auf jeden Fall auf dem Weg zum Financial Fair Play ein paar Einnahmen generieren, die sehr, sehr wichtig sind und eventuell dazu führen können, dass sie Raja Nainggolan nicht verkaufen müssen. Nicht verkaufen müssen ist auch die Position von Juventus Turin. Allerdings werden die wohl verkaufen können bzw. sollen, denn Alexandro möchte wechseln. Nachdem Dani Alves ja wahrscheinlich zu Manchester City geht, worüber ich ja auch schon berichtet habe, ist der nächste brasilianische Außenverteidiger vor dem Absprung. Und zwar ist der FC Chelsea daran interessiert, Alexandro zum teuersten Verteidigertransfer aller Zeiten zu machen. 70 Millionen ist die kolportierte Ablösesumme für den Brasilianer, 26 Jahre alt, 35 Millionen Marktwert, also doppelter Marktwert, den die zahlen würden. Und Juventus Turin hat ihm zwar eine Verlängerung angeboten, aber er ist da anscheinend nicht so interessiert dran. Kann ich verstehen in gewisser Weise. Italienische Liga ist halt irgendwie komplett dominiert und nicht so sonderlich spannend und hat auch von den Zuschauerzahlen nicht so wirklich Attraktivität, auch wenn Juve immerhin immer ausverkauft ist. Und England ist halt einfach das Nonplusultra für die meisten Fußballer. Dementsprechend möchte er dahin. Kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Linksverteidiger hat Chelsea eigentlich mit Alexandro dann, mit Azpilicueta, mit Marcos Alonso. Allerdings, naja, wenn sie halt dieses System spielen wollen, dieses 3-5-2, beziehungsweise halt dieser offensive Linksverteidiger, dann gibt es kaum besseren als eben Alexandro. Vielleicht noch Alaba, aber Alaba war letzte Saison nicht so stark wie Alexandro in meinen Augen. Dementsprechend vielleicht das Beste, was Chelsea machen kann. Sehr interessanter Transfer, wäre der teuerste Verteidiger aller Zeiten. Und glaubt ihr, das ist gerechtfertigt? Ballert das mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bisher ist es übrigens David Luiz. Ja gut, und das war's dann von den MGT News für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Abonniert den Kanal kostenlos und schaut auf jeden Fall bei OneFootball vorbei, meine Partner für diese Serie. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.